Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die sich gerade noch übers Wasser aufregt und den Rasen wischt. Ich habe mir gedacht, dass wir die Sachen vielleicht in diese kleinen Mülleimer tun, weil anscheinend entsteht ja diese Müllpflanze nur aus normalem Müll, also aus diesem. Das heißt, die Teller und so irgendwie nicht. Wenn wir die in den Müll schmeißen, dann können wir da ja nach Dingen wühlen. Aber halt nur diese kleinen Dinge, weil ich habe gesagt, ich möchte ja nicht mehr in den großen Tonnen wühlen. Weil das jetzt natürlich ein bisschen übertrieben war, was wir teilweise bekommen haben. Und ich denke, wir leben verhältnismäßig jetzt gerade schon im Luxus. Und wir wollen uns das Leben ja ein bisschen schwer machen. Deswegen tun wir den ganzen Müll erstmal hier rein. Und nachher wühlen wir dann ein bisschen in einer Mülltonne. Und hier hoffe ich, dass sie dann auch schnell Früchte kriegt und so. Because we need the money. Und ich weiß gar nicht, wie oft gibt diese Kuhpflanze die Essenz. Okay, die Sims müssen tatsächlich erst verschluckt werden, bevor man die halt irgendwie in irgendeiner Form melken kann. Das heißt, eigentlich können wir nur hoffen, dass irgendwie random mal jemand zu ihr geht und dann den Kuchen isst oder so. Irgendwie schafft sie gerade nicht, das zu fixen. Das ist ein bisschen schlecht, weil sie hat Hunger. Dann schmeiße ich jetzt einfach ein paar Sachen weg. Da kriegen wir doch noch mehr Mülldings dann theoretisch, oder? Dann können wir mehr Trashpflanzen machen. Richtig dumm, aber egal. Ah nein, wir können es nicht aufheben. Ah doch, in den Inventar platzieren. Oh, Upgrade-Teile, das finde ich gut. Ich habe ein Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Okay. Ich komme sofort. Hereinbitten ist irgendwie auch eine Auswahl. Finde ich jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ja. Ich finde auch toll, dass sie die ganze Zeit in ihrer Schlafkleidung rumläuft. Okay, ein Geschenk. Mizuki ruft schon wieder an. Wir lehnen ab. Seltene Pflanzen? Wir öffnen mal. Und den Müll legen wir hier hin. Aha! Müllpflanze. Paradiesvogelblume? Also, ich meine ja nur, also wenn wir die jetzt hier schon geschenkt bekommen, dann können wir die natürlich auch nutzen. Sie versucht sich ja jetzt hier ein vernünftiges Leben aufzubauen, also ist das schon okay. Außerdem hat sie die geschenkt bekommen. Kann ich ja nichts für. Aber anscheinend findet Sophia uns ja dann doch ganz cool. Oh, die sind außerhalb der Saison. Das ist natürlich blöd. Sommer und Frühling. Ja, okay, hätte ich vielleicht vorher darauf achten sollen. Naja. Elaine! Differenzen mit anderen Sims beilegen, aha. Sophia möchte auch Best Friends werden. Ach, meinetwegen. Können ja mehrere Best Friends haben. No problemo. Luna ist auch direkt wieder hier. Hi. Differenzen beilegen? Okay. Ich wusste nicht, dass wir Stress hatten. Die haben beide echt schreckliche Kaltwetter-Outfits, ne? So. Und ich glaube, ihr ist es wichtig, dass sie sich rasiert. Ich glaube, sie ist so jemand, die da sehr drauf achtet. Deswegen machen wir das jetzt auch. Sie hat sich geschnitten. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon wieder ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Das finde ich ganz toll. Okay, ihr redet durch die Wand. Na super. Salim Binali ist auch hier. Hi. Ich weiß nicht, was du hier genau suchst, aber moin. Wäre auch cool, wenn das jemand anders so reparieren könnte vielleicht. Oh, guck mal. Sie macht das sogar wirklich. Okay, Luna geht. Okay, wir können ja mal versuchen, den Kuchen zu essen. Weil beim ersten Mal sterben die ja nie. Speicher vielleicht vorher. Aber normalerweise sterben die nach dem ersten Mal nicht. Ja, genau. Jetzt kotzt sie die ja aus. Aber jetzt kann man sie melken. Oh mein Gott, jetzt hat sie Angst vor der Kaufpflanze. Gibt's ja nicht. Essenz des Unbehagens? Das bringt kein Geld? Och Mann. Jetzt ist Lilith Vator auch noch hier. Das macht ja alles Spaß. Ich glaube, sie kann es auch nicht fixen. Ja, dann leg dich einfach schlafen. Voll der Kuhpflanze gefressen ist ein Meilenstein. Ach stimmt, es ist Erntefest. Ich würde gerne dekorieren, aber es wird ja nichts. Aber sie kann den Zwergen auf jeden Fall Dinge geben. Oh, er hasst es auf jeden Fall. Kann mir bitte um Verzeihung flehen. Aber danke für den Müll. Als ob er es zugelassen hat. Aber ihr geht so schlecht. Lust auf draußen. Du bist draußen. Ich kann sie nicht mehr essen. Ich kann sie nicht mehr füttern, weil sie Angst hat. Ich wollte sie übrigens Bertha nennen. Weil sie ist ja eine Kuh. Pflanze und, weiß ich nicht, so ein typischer Kuhname ist ja Bertha irgendwie. Ja. Sie hat gerade einen Stromschlag bekommen. Ich kack mir gleich ein, ey. Sommerpflanzen, guck mal. Die Pflanzen, die wir gerade nicht gebrauchen können, die können wir ja dann gleich verkaufen. Nox, es ist richtig nett, dass du mir helfen willst, aber nein. Du bist ein Erwachsener, wir dürfen nichts miteinander zu tun haben. Problem ist, was machen wir jetzt? Ich würde dich gerne füttern, aber es geht nicht einfach so. Vielleicht begeben wir uns mal kurz woanders hin, damit sie jetzt auch mal was essen kann, weil irgendwie können wir das nicht reparieren. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ach ja, sie kann ja hier nichts bestellen, wenn sie sich zu unwohl fühlt. Dann gehen wir halt in den Nachtclub. Ist ja alles okay. Hier, guck mal. Bestell mal Fritten. Du kannst die ja auch mitnehmen. Mag tanzen nicht.
Sie ist eine Tanzmaschine, das geht nicht. Nein. So, dann tun wir das ins Inventar. Oh, sie kriegt langsam halt so Pickel und so. Und jetzt ist sie auch noch rebellisch. Ja, ich glaube, rebellisch ist sie auch schon die ganze Zeit, actually. Oh, ich habe übrigens jetzt das Pferdepack. Kann man irgendwie erkennen, woran ich das gerade gesehen habe? So, jetzt geh wieder nach Hause. Sollte sie mit keinen Erwachsenen reden. Jetzt kann sie es auch auf jeden Fall nicht reparieren. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Aber wir können hier Müll reintun und wühlen. Sie hat ihre erste Müllfrucht. Bro, ein Simoleon. Das ist gerade ihr Ernst? Ih, man kann die essen? Ich dachte, wir wären jetzt reich. Ich meine, im kleinen Müll wühlen finde ich immer noch mehr vertretbar als im großen, jetzt theoretisch gesehen. Weil, I don't know, es ist halt schon ein bisschen weniger wild. Ich sag, wie es ist. Sie will eine Kuhpflanze melken. Gerade. Nein, warum stirbt sie denn jetzt? Ich füge die Olle mal kurz zur Familie hinzu und flehe um Amaya. Ich cheate sie kurz zurück. So, die Olle kommt jetzt wieder weg. Ihr Inventar ist vor allem auch wieder leer. Es müsste aber im Haushaltsinventar sein, glaube ich, ne? So, kurz wiederbeleben. Ah, ich hasse es, dass man das nicht löschen kann. Hier, so diese Teile können wir verkaufen. Mein Müll. So, das verkaufen wir auch, das mit dem Unbehagen. Ich mache sie nochmal zur Familie hinzu, dann gebe ich ihr den Grabstein und dann geht sie wieder. Für den Zwerg hat sie schon gemacht. Deswegen schließe ich das kurz per Cheat ab. Und aus dem Leben geschieden, remove. So, hallo, es funktioniert nicht. Aber sie kann sie jetzt melken. Essenz des Lebens. Das hätten wir mal früher gebraucht. Bringt auch null. Super. Sie hat sie gemolken. Complete. So. Warum kann sie diesen dummen Dings nicht mehr reparieren? Ich raste aus. Eine Müllfrucht. Jeder Simoleon zählt. Ich kann das alles nicht mehr. Wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert, okay? Dass sie gestorben ist. Kann ich dich ein bisschen müde machen? Schlaf. Hey, meine Sommerpakete sind weg. Fies. Ich wollte die doch eigentlich verkaufen. Die Zwerge verkaufe ich aber. Wenn wir irgendwann 10.000 Simoleons haben, dann baue ich ein Haus. Das habe ich mir ja fest vorgenommen. Wie traurig, weil dieser dumme Feiertag nicht funktioniert hat. Obwohl er eigentlich funktioniert hat. Ah, alles ernten, viel Simoleons. Trauern, weil ein Freund verloren hat? Huh. Warum ist Sergio gestorben? Ich sollte nichts mehr hinterfragen, glaube ich. Schon wieder einen Stromschlag bekommen, ne? Ich glaube echt, der ist verbuggt. I hate this. Wurde mein Müll betrogen. Wollt doch wühlen. Nee, hör auf, daran zu arbeiten. Am Ende stirbst du noch wegen dem dummen Electrocution-Ding. Vertraue hier niemanden mehr. 2000, ah jo, das war das, ne? Was ist dein Filmbild? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hör auf. Kann sie angeln, wenn sie benommen ist? Okay, dann kümmere dich vielleicht darum. Das ist eine Sache, die kannst du jetzt eher durchziehen. Eine L-Ritze. Boah, die haben wir mit Melody damals auch immer gefangen. Ein Guppi. Ey, das läuft ja gerade bei dir. Wow, und jetzt hasst die schon wieder alles. Sie ist draußen! So, wir bestellen uns jetzt hier... Das kostet alles 10, das geht ja eigentlich, ne? Hier, wir bestellen uns eine Käsepizza. In Unterhose. Hör auf, mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ich dachte wirklich, dass das hier einfacher wird im Leben. Mit den Flancys und so. Ich würde nur mal in der anderen Nachbarschaft gucken und hoffen, dass vielleicht da irgendwas gewachsen ist oder so. Also hier in der oberen Nachbarschaft, meine ich. Wir haben heute noch nichts erreicht. Es ist nur Scheiße passiert. Wir können das Pilzgewächs ansehen. Super. Das bringt mir ja ganz viel im Leben. Ja, ich habe mir mit Winburg auf jeden Fall eine ganz tolle Stadt ausgesucht hier. Das Ding ist, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie jetzt random so umzieht oder so. Ergibt jetzt ja auch nicht so viel Sinn, ne? Aber Pilze sind doch eigentlich in der Saison. Eigentlich müsste man wahrscheinlich hier länger chillen, damit die wachsen, dass wir uns die Pilze mitnehmen können, dass wir dann zumindest mit denen mal Geld machen können oder so. Weil, kann das alles nicht... Oh mein Gott, hier ist was zum Graben! Dass hier überall so Staffeleien stehen, ne? Künstlerische Stadt. Dann soll sich hier auch nochmal versuchen zu angeln gleich. Alter, Mizuki, no way. Eine Kapsel, die öffnen wir natürlich nicht. Bess ruft an, nein. Ich habe ja ursprünglich das Handy immer auf lautlos gestellt, aber ich mache das jetzt nicht mehr, weil sie hat jetzt ja Freunde in ihrem Alter. Sie hat eh keinen Spaß, also es ist doch egal. Aber das ist ein schöner Ausblick hier gerade. Irgendwann werden wir uns bestimmt Pilze ernten können. Okay, sie kann ja nichts fangen. Ladies Night! Hör mal. Aber nur die Getränke sind günstiger. Das ist ein bisschen fies. Dann nehmen wir uns einfach Chips. Pilzis, na komm, wo sind wir hier gelandet? Meine Runaway Teen Challenge ist mal wieder die wildeste von allen wahrscheinlich. Aber so sind meine Let's Plays nun mal. Ja, Glockenblumen, dafür ist nicht die Zeit leider. Die müssten so Frühling oder so sein. Hier ist eine Bank, time to sleep, damit die Zeit schneller vorumgeht. Ich will da nur ein paar Pilze. Nur um so ein paar Simoleons mehr zu haben, weil ich weiß, dass Pilze nicht viel bringen. Was ist besser als nichts. Außerdem hat sie Spaß an Gärtnerei. Da kann sie so auch endlich mal ihr Spaßbedürfnis ein bisschen erhöhen. Ich finde auch geil, dass hier so... Ja, okay, es ist Samstagnacht. Ja, okay, dann geht's eigentlich noch. Aber ich wollte gerade sagen, ja, um die Uhrzeit, wenn hier noch so viele Leute sind. Aber an einem Samstag geht das schon. Irgendwann werde ich euch ernten können. Sie spielt jetzt in einem Laubhaufen.
Super. Oh, damit baut sie ganz schön Spaß auf. Nicht schlecht. Sie kann Pilze ernten. Ich wusste, dass es irgendwann was wird. Hier sind so ein paar zumindest. We love it. Dann planten wir die zu Hause. Und dann ist doch alles supi. So, ab nach Haus. Ich komme halt auch einfach nicht mehr klar. Wir sind alle ein bisschen wild hier. Aber ist okay. Wir brauchen manchmal wilde Let's Plays, I guess. 15 Pilze, das ist echt gut. Damit steigt auf jeden Fall auch schneller die Fähigkeit. Na, dann pflanz mal. Armbehaarung hat sie auch noch. Ist ja wild. So, wir füttern unsere Kuhpflanze. Auch wenn sie uns jetzt doch kein Geld bringt. Wir sind natürlich trotzdem Besties mit Bertha. Ja, sie kann es einfach nicht beenden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hallo, Luna! Dann können wir den auch eigentlich verkaufen. Just saying. Auch wenn es doof ist. Ihr und euer Abschussball. Sie mag Unfug nicht. Das ist okay. Hier hat jemand seine Käsepizza liegen lassen. Also, die klaue ich mir doch gerne. Kostenloses Essen. Jetzt werden mir hier romantische Sachen angezeigt. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich meine, letztes Mal, als sie angeflirtet hat, waren die beiden jetzt nicht so into it. She's romantic. Sie möchte Besties einfach werden. Mit der Bertha. Ich glaube, ich gebe den offscreen mal neue Outfits für Heiß- und Kaltwetter. Aber wir sehen ihre Eltern ja verhältnismäßig schon weniger. Vielleicht haben sie es jetzt ein bisschen verstanden, dass sie ein bisschen mehr Abstand nehmen müssen. Aber vielleicht gucken sie halt trotzdem ab und zu vorbei. Denkt ihr, das würde sie mir preisgeben? Also, wir können ja mal nachfragen. Sie hat sie uns auf jeden Fall gegeben. Sie mag auf jeden Fall beides, aber macht ja natürlich auch Sinn, wenn sie auch auf uns steht. Immer dieser Müll. Neuer Teller. Und wühlen. Es sind immer 95. Guck mal, wir sind schon mal der Hälfte jetzt angekommen. Irgendwann können wir ein Haus bauen. Irgendwann. Wenn wir nochmal 5000 Simoleons bekommen haben. Ich finde auch realistisch, dass es halt länger dauert. Ich meine, wir sind jetzt auch erst in Part 4. Ich finde es halt nicht so realistisch, wenn sie jetzt direkt schon ein Haus hätte bauen können, sage ich mal. Ich meine, sie ist ja quasi auch gerade erst weggelaufen, mehr oder weniger. Und wie soll sie dann so schnell an so viel Geld kommen, dass sie sich ein Haus bauen kann? Aber wenn sie ein Haus hat, dann wird sie auf jeden Fall Influencerin. Da sehe ich sie. Oh, es ist Winter. Das ist ganz schlecht. Pilze, Herbst und Frühling. We love it. Das heißt, uns haben die Pilze genau gar nichts gebracht. Die sind, glaube ich, immer in der Saison. Das ist doch blöd. Jetzt ist der Dings auch weg. Das ist doch fies. Aber wir haben jetzt eine Rollschuhbahn. Schlittschuh meine ich. Ich glaube, ich kaufe hier einen Grill. Ich finde es halt realistisch. Außerdem kann sie sich dann endlich was zu essen machen. Ich würde dann halt so diesen klassischen nehmen. Das Einzige, was halt doof ist, das sind halt immer mehrere Portionen. Ja, ist klar, Girl. Kannst du dich bitte erstmal selbst löschen? Hat sie Angst vor Feuer? Nein! Ich hab's ersetzt, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Diese Frau hat zu viele Ängste. Was die alles durchmacht hier, ne? Aber ja, das Leben auf der Straße ist nicht einfach. Daran wird's liegen. Nicht, weil dieses Spiel auch ein bisschen fies zu mir ist. Ich würde ja gern ernten, aber sie fühlt sich dazu zu scheiße. Ich habe gerade überlegt, dieses Recycling-Ding könnte halt auch was sein, aber A, glaube ich nicht, dass Amaya das unbedingt machen würde. Und B, kostet das halt auch wieder unmenschlich viel Geld. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht geht sie nochmal zum Café und übt dann da zu singen. Aber ich weiß aber nicht, was man machen kann, wenn man sich unwohl fühlt. Man kann legit nichts machen. Singen üben, sie kann es machen. Sie darf sich, glaube ich, nur nicht sehr unwohl fühlen. Ja, 2 Simoleons. Steigt auch gleich ein Level. Level 2. Woo! 4 und 4. Ey, es wird besser. Ist schon doppelt so viel wie vorher. Was wir pro Sim bekommen, der uns hier was spendet. Drin eingesperrt. Wir sind draußen. Ja, kümmert euch halt lieber um den Star, obwohl ich hier diejenige bin, die sich hier was traut, ja? Weil sie kann absolut noch gar nicht singen und singt hier trotzdem. Level 2 der Unternehmerfähigkeit. Jawohl. Ich danke euch, meine Fans. Okay, sie hat aufgehört. Aber das ist schon mal besser als nichts. Theoretisch kann sie ja das mit dem Singen auch zu Hause machen. Und sich halt aber auf den Marktplatz stellen. Willkommen zu Hause. So, neuer Müll. Und dann Ernte bitte. Sind immerhin 5 Simoleons. Luna kommt auch jeden Tag vorbei, ne? So, ich weiß, sie hasst Unfug. Aber ich würde gerne den Streichetag abschließen, damit sie mehr Punkte bekommt. Weil ich würde vielleicht genügsam machen. Das wäre auf jeden Fall schlau für uns. Ja, der Rest weiß ich nicht, ob der jetzt so sinnvoll ist für uns. Beziehungsweise sorglos wäre halt gut, aber das sind halt schon 3000 Punkte. Deswegen ist genügsam vielleicht schlau. Da müssen wir zumindest keine Rechnung mehr zahlen. Weil 161 ist zwar nicht so viel, aber wir haben ja auch nichts. Aber ich finde es auch ein bisschen süß, dass Luna halt vielleicht hier auch bei Amaya so einen kleinen Rückzugsort findet. So als wenn das so eine kleine Base wäre quasi. Weil wer weiß, was mit was sie in ihrem Leben zu kämpfen hat, ha? Sie kann sich ja mal über die Kälte beschweren.
Finde ich auch sehr realistisch, wenn man hier so draußen lebt. Ich denke, es ist dann auch mal eine Zeit, dass die zwei sich jetzt auch einfach mal umarmen. Einfach nur, weil die sind ja jetzt füreinander da so, ne? Und ich finde es halt einfach cute. Sie hat so 30 verschiedene Sachen, einfach nur, weil sie hier der Schwarm ist. Ich finde es ein bisschen wild. Vor allem mit Bertha im Hintergrund. Zwischendurch haben die aber trotzdem immer mal wieder so ein Minus. Weiß man nicht so genau, woran es liegt, ne? Ist halt schwierig. Aber ich meine, wenn es so die einzigen Leute sind und mit denen sie so zu tun haben. Und die haben halt schon unterschiedliche Probleme wahrscheinlich, ne? Let's go, girl! Viel Spaß! Time to sleep. Es fängt an zu schneien. Sie kann in der Dusche singen, das ist sehr gut. Weil dann kann sie zumindest die Fähigkeit ein bisschen aufbauen. Dann versuchen wir nochmal zu grillen. Mal schauen, ob es diesmal brennt. Sie isst lieber die schlechten Bananen aus ihrem Inventar. Wieso sind die da denn jetzt noch gut? Verstehe ich jetzt nicht. Eigentlich sind die schon abgelaufen. Hä, die haben eben gestunken. Warum kann sie das nicht zu Ende machen? Dann geht sie jetzt hier zum Marktplatz. Jetzt ist sie auch glücklich. Und dann kann sie ja noch ein bisschen singen üben. Da hat sie ja schon Level 3. Aber hier interessiert sich halt einfach gar keiner für sie. Ne? Das ist schon ein bisschen traurig. 30 Simoleons. Ja, sie kann jetzt die Sachen hier nicht ernten, weil sie sich zu schlecht fühlt. Schwierig, schwierig. Ja, es ist halt gerade ein bisschen schwierig mit ihr. Aber an der Stelle würde ich dann auch den Part beenden. Wie gesagt, es ist irgendwie nicht so viel passiert, aber es war einfach wieder wild. Ich weiß nicht, inwiefern diese Kühlbox oder so funktioniert. Sonst könnte man die ja vielleicht holen. Also ob die kaputt geht bei schlechtem Wetter. Aber ja, dieser Kühlschrank konnte auf jeden Fall nicht mehr repariert werden. Das war ein Problem und deswegen müssen wir uns jetzt leider daran halten. Dinge passieren. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Part gefallen hat. Früher oder später werden wir ein Haus haben und dann wird, denke ich, schon alles leichter. Weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir dann Luna als Mitbewohnerin engagieren. Weil es gibt ja dieses Dings und ich habe noch nie damit gespielt. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Aber ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Bei jeglichen Ideen etc. schreibt sie mir gerne. Bis dahin und tschüss!